Peace Leute, moin. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich werde gerade gefilmt, also es ist ein bisschen eine andere Perspektive. Nee, Lukas, kannst dich aber gerne selber zeigen, wenn du Bock hast. Dreh ich aus dem Down hier. Ja. Nee, Lukas ist aber einer meiner besten Freunde aus meiner Kindheit. Nach ewiger Zeit haben wir uns jetzt mal wieder getroffen und jetzt geht es natürlich direkt bivakieren, so schön wie es ist. Ansonsten ja, wer hier so ein bisschen den Hintergrund erkennt, hier war ich schon mal mit Clemens tatsächlich. Grüße auch nochmal an Clemens an der Stelle. Ja, wir gehen genau dieselbe Route. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los. Man wird wieder nicht viel sehen, weil es komplett duster schon ist. Wir laufen wieder quer durch den Wald und wenn wir an unserem Lager angekommen sind, denke ich mal, hören wir uns nochmal. Ansonsten, peace, bis gleich. Ansonsten, ja, ich werde euch in dem Video jetzt noch ein bisschen zeigen. Wir werden nachher nochmal so darauf zu sprechen kommen, wie macht man ein Paracordband. Wird mir Lukas nachher auch zeigen. Ich weiß es selber, ich kann das gar nicht. Lukas wird es mir erklären, wird es mir zeigen. Gucken, ob es dann auch so klappt und ob ich es auch irgendwann mal hinkriege. Ja, ansonsten zeigen wir euch eigentlich nur das Lager so ein bisschen. Wie gesagt, wir haben es jetzt 18 Uhr, es ist stockduster, als wenn wir mitten um 0 Uhr haben. Ja, Alter, mein Auge. Übelst im Sweaten, Alter. Nee, ja, los geht's. Da hinten ist auch schon der Eingang. Und ja, bist du hyped, Lukas? Mega hyped. Auf geht's, ab geht's. Bis dann, Leute. Was wir vergessen haben, ich habe mir ja jetzt eine coole Waage geholt. Damit werden wir jetzt unsere Rucksäcke wiegen, noch schnell, bevor wir ganz bis zum Lager laufen. Warte mal, ich kann ja mit der Taschenlampe rechnen. Aber ich muss sagen, schätzungsweise bin ich, glaube ich, vom Gewicht leichter als du. Mach mal so. Ja, ich kann auch meine Kopflampe heller machen. Ich bin gerade zu dumm, die Helligkeit einzustellen. Ja, scheiß drauf, ich mache eine Kopflampe. Nee, an sich, also, ja, ich muss sagen, deiner ist auf jeden Fall schwerer. Ja, wollen wir mal gucken. Leute, ihr könnt ja jetzt in dem Moment mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, ob ich wieder so arschviel dabei habe oder ob Lukas diesmal mehr dabei hat. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich schon gelernt, mein Gewicht so ein bisschen zu optimieren. Ja, wollen wir mal gucken. Ne? Bringst du ein bisschen an meinem Rucksack da? Ja, kann man das sehen? Ja, sieht man. Top. Also im Vergleich zu den letzten Bivakierungen deutlich weniger Gewicht. Wenn ich überlege, in Öland hatte ich schon 50 Kilo Startgewicht und bin mit 20 Kilo wegen Essen rumgelaufen. Also vorhin habe ich auf meiner normalen Waage mich mit draufgestellt, da hatte ich 13 Kilo plus. Ja, 13,3, 13,4 so, 13,36. Ja, du bist schwerer, aber man merkt die 2 Kilo, finde ich. Ja, das ist schon. Ist schon ein Unterschied, ne? Also ich finde, man merkt diese 2 Kilo. So Leute, peace. Willkommen zurück. Ja, wir sind jetzt fast angekommen. Wir sind jetzt hier an so einem kleinen. Habe ich schon die hellste Stufe? Ja. Wir sind jetzt hier an so einem kleinen Biwakplatz angekommen, der wir auch letztens waren, an dem wir auch nicht schlafen werden. Wir laufen wieder ein bisschen tiefer rein. Und hier ist so eine kleine, ich nenne es mal Hütte oder halt Feuersammelstelle. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht hier jemand längst drin gelegen hat, weil hier direkt die Feuerstelle ist, um sich über Nacht warm zu halten und dass er so mit den ganzen Birkenrinden und so sich halt so eine Art Wand und Dach gebaut hat. Also es wäre schon krass, ne? Also wir nehmen jetzt hier auch gleich 1-2 Birkenrinden mit, um das als Zunder zu benutzen. Ansonsten kannst du hier dein Gemälde malen, ne? Gemäldestände auch am Start, Bank am Start. Also ist schon ein cooler Biwakplatz hier. Aber wie gesagt, wir laufen tiefer in den Wald rein, weil, wie man es auch aus dem letzten Video kennt mit Clemens, ist hier natürlich ein Fuchs unterwegs. Und dem wollen wir natürlich nicht begegnen. Und ja, dann sind wir jetzt in 2-3 Minuten bei uns am Lager. So Leute, man sieht es ganz schlecht. Aber man... Oh, Alter! Digga, hier sinkst du richtig ein und bleibst richtig stecken. Also Leute, wir sind hier wirklich den absolut dümmsten Weg gegangen. Da vorne ist der Hochsitz, aber wir sind hier so voll... Querfeld eingelaufen. Alter, warte mal. Boah, Junge. Die Geräusche, da wundere ich mich auch immer wieder. Alter, aber ich meine, ich habe ja gute Gore-Tex-Schuhe an, ne, Leute? Ja, das hatte ich auch. Komm rüber hier schnell. Da komm schnell rüber einfach. Ja, schade, man sieht es jetzt leider nicht so gut. Ich werde euch das im Video ein bisschen heller machen. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Nur mal zu als Info. Hier ist ein Baum komplett rausgeknickt
Das zeige ich euch morgen nochmal am Hellen. Das war der Baum, wo Clemens seine Hängematte festgemacht hatte. Und hier am linken. Wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Wie gesagt, Leute, es ist dunkel. Wir können nicht viel zeigen. Wir bauen jetzt unser Lager hier irgendwo auf, dass wir so ein bisschen windgeschützt vielleicht irgendwo sind. Und dann machen wir ja noch ein Lagerfeuer. Und dann zeige ich noch ein bisschen mehr und dann erzählen wir vielleicht auch noch was. Und wir machen dann ja auch noch das Paracord-Band. Ja. So, Leute, während hier meine Isomatte wieder aufpumpt, Lukas hier noch am Tüfteln ist, wie er seinen Tarp auch spannt. Das werden wir eh alles morgen noch mal zeigen. Bereite ich jetzt schon so ein bisschen Feuer vor. Ein paar Stöcke haben wir jetzt hier schon. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen was suchen. Ich werde jetzt ein bisschen noch was suchen und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, man sieht mich jetzt gut, sollte eigentlich klappen so. Ansonsten, wir machen jetzt Feuer, dann je nachdem, entweder machen wir das Fahrradband noch heute Nacht oder morgen. Ja, ich suche jetzt noch ein bisschen Feuerholz, dann machen wir Feuer und da werde ich auch noch mal ein bisschen was zeigen. Und so, Leute, das sind heute unsere Zunder, praktisch Watte mit nochmal Watte, also hier ist eigentlich nur Wachs mit einem Wattebällchen drin. Ich habe jetzt nochmal Watte außenrum gemacht, aber dass es schneller angeht. Ja, ansonsten, ich bereite jetzt hier noch kurz was vor. Leider kann ich es nicht ganz filmen. Lukas ist jetzt auch gleich fertig, dann werden wir uns nochmal ein bisschen unterstützen mit dem Film. Genau, aber ansonsten sieht es hier schon mal gut aus. Hier sind die ganzen Äste. Auf geht's, ab geht's! Ja, Leute, so, jetzt machen wir das Feuer. Also, ich sag mal, es ist natürlich immer nicht schwer, ne? Oder hier, das Ding nur noch weg. Man, so schnell geht es schon. Ja, es ist natürlich jetzt nur die Watte, die brennt. Ich würde es so ein bisschen als Windschutz eigentlich am liebsten haben. Also die Watte brennt halt immer schnell runter. So, nachdem jetzt, sage ich mal, eine halbe Stunde vergangen ist, das Feuer vor sich hinglüht, wir es aber noch nicht richtig zum Entfachen bekommen haben. Es geht auch immer wieder aus, leider. Ja, baut Lukas immer noch sein Tarp auf. Naja, aller Anfang ist schwer, vor allem so ein Tarp auch, das so, ich sag mal, er macht es ja mit Gestänge und sowas und ja, es ist natürlich nicht das Einfachste dann, ne? Natürlich auch sagen, dass es das erste Mal ist, ne? Und es ist das allererste Mal, dass er überhaupt richtig draußen wild zelt und dann auch mit einem Tarp halt. Das Ding ist, ich würde ihm ja gerne helfen, aber ich habe von Tarps auch keine Ahnung. Aber sieht doch erstmal gut aus. Klar, Winddurchzug hast du auf jeden Fall, aber den merkst du in der Nacht hoffentlich nicht. Naja, ich werde mich jetzt noch weiter ums Feuer ein bisschen kümmern und dann hoffen wir mal, dass das jetzt läuft und wir uns Essen machen können. So. Feuer brennt jetzt auch so einigermaßen richtig. Ich habe jetzt meinen Topf schon bereitgestellt. Wir werden uns jetzt gleich beide eine 5-Minuten-Terrine machen. Das ist dann unser Abendbrot für heute. Und ja, ansonsten muss ich sagen, ist jetzt gut Zeit vergangen. Lukas ist immer noch nicht fertig. Aber ist auch nicht schlimm. Also ich habe ihm auch Hilfe angeboten, aber er wird es so ein bisschen selber probieren. Ja, das erste Mal ist immer das Schwierigste, das sage ich auch. Also ich habe ja auch mit dem Zelt hier gekämpft, letztens mit Clemens.
Und in Öland war es dann mehr oder weniger unproblematisch, halt bis darauf, dass halt Regen durchkam. Naja, wir kokeln jetzt hier noch ein bisschen vor uns hin, machen uns jetzt unser Essen. Ich hoffe, dass es auch zügig geht und dass es auch klappt, nicht, dass das Feuer nochmal ausgeht, aber jetzt ist es auch ein bisschen ruhiger geworden vom Wind. Naja. Also Leute, Lukas kam jetzt auf die glorreiche Idee, doch über offenem Himmel zu zelten, beziehungsweise zu bivakieren. Er hat jetzt von seinem Tarp, wenn man es erkennt, die Hälfte, also es war halt vorher so gespannt, also dass beide Seiten bedeckt waren, jetzt hat er halt umgekleppt praktisch, dass er noch hier bedeckt ist. Ein bisschen sollte man es erkennen, da wo er jetzt hockt, da ist halt nicht mehr bedeckt sozusagen. Extra nochmal in die Wettervorhersage geguckt, aber also bei ihm steht drin, es soll irgendwie 30% regnen, bei mir steht drin, es soll gar nicht regnen. Auch erst um 8. Ja genau, aber auch erst um 8. Ich meine, jetzt haben wir es mittlerweile 0 Uhr. Ausreichend Schlaf werden wir haben. Ja. Ansonsten Schuhe, Topf steht draußen bei mir, Rucksack liegt auch draußen. Lukas wäre ja noch so halbwegs geschützt, wenn er dann morgen aufwacht. Also ich bin ja an sich, bin ja komplett sicher hier drinnen, in meinem Biwak. In meinem Biwak-Zeltchen. Die Tüte von Raab. Ne, das kennt ihr ja schon. Oder kennt ihr das schon? Nee, weiß ich nicht. Ah ja, zeige ich euch morgen früh. Nee, stimmt, auf dem Drachenberg habe ich gar kein YouTube-Video gemacht. Kennt ihr noch gar nicht. Aber ist ja auch halb so wild. Ansonsten Leute, peace out. Und bis morgen früh. So, guten Morgen. Mal von einem anderen Gesicht, auch wenn man es auch nicht sieht. Jona pennt noch ein bisschen. Ich bin schon wach. Wir haben jetzt 7.50 Uhr. Ich bin seit, genau, seit einer halben Stunde auf den Beinen. Und ich habe schon mal Feuer vorbereitet, beziehungsweise Feuerholz geholt und Birkenrinde gesammelt. Dafür bin ich einfach, wie ihr es seht, da vorne sind unsere Schlafstätten, sage ich mal. Und jetzt bin ich hier einfach in den Weg ein Stück reingegangen und dann von hier vorne habe ich auch schon den toten Baum hier gesehen, den großen, der ordentlich Sturmschäden erlitten hat, wie man sieht. Ja, und also ich habe es jetzt schon geholt, ich zeige euch bloß nochmal, wie ich es gemacht habe. Und zwar war hier so ein Geäst, was hier auf dem Boden lag und nach oben Abstand. Hier sieht man noch die Bruchstellen. Da bin ich einfach rangegangen, habe das ein bisschen abgetreten. Wir haben jetzt keine Säge dabei, aber das ist so kurz trocken. Das ging auch so. Und es ist natürlich optimal, dass es halt nicht auf dem Boden liegt, sondern noch in der Luft steht. Jetzt muss ich zeigen hier, ihr hört ja schon, wie es hier alles knackt. Ja. Und da habe ich jetzt 2-3 kleine Äste mitgenommen. Und dann habe ich hier zufälligerweise direkt auf dem Wegrand, direkt auf dem Weg, nicht auf dem Rand, hier noch so ein kleines Stämmchen Birke gefunden. Könnte von der hier stammen, wobei ich nicht sehe, von wo es abgebrochen sein könnte. Aber da vorne wurde auch eine abgesägt. Vielleicht haben die das einfach unterwegs verloren. Oder hat irgendwer schon zu dem Biwakplatz geschleppt und das Ding liegen gelassen. Und dann habe ich hier ein bisschen Birkenrinde mit meinem Messer raus, also ein bisschen konnte ich abziehen. Ja, und ein bisschen mit dem Messer rausgeschnitten. Und das sollte vollkommen ausreichen. Die ist ein bisschen feucht, da bin ich mal gespannt, ob ich da euch das damit ankriege. Oder ob ich mein Zunderkit verwenden muss, was wir gestern schon so semi-erfolgreich getestet haben. Aber zur Not liegt hier, glaube ich, noch genug Birke rum. Da vorne sind ein paar Birken und da vorne sehe ich auch noch einen abgetrennten Baum, weil ich weiß nicht, muss mal kurz orientieren, der Bildschirm ist so klein. Hier so in dem Dreh. Ja, und dann probiere ich mich mal beim Feuer. Dann gehe ich mal zurück und dann sieht man sich gleich. Jetzt habe ich hier das
Gestrüpp, was ich gesammelt habe. Ja, wie gesagt, kleine Enden, die man zum Anfang vom Feuer benutzen kann, geht dann ins Große über, muss ich dann abtreten. Nehmen wir noch den kleinen Ast dazu. Und dann habe ich hier meine gesammelte Rückenrinde. Ich denke, das reicht aus. Heute ist nicht so windig. Dementsprechend habe ich da, also ich weiß gar nicht, wo das Mikro ist. Nicht, dass ich das hier die ganze Zeit zuhalte. Dementsprechend sollten wir das heute eigentlich ohne Probleme hinbekommen. Ja, ich suche mal, ob ich hier einen Platz finde. So, und damit moin. Moin auch von mir. Ja, Lukas war jetzt schon seit über einer Dreiviertelstunde, sag ich mal, wach. Ich habe noch ein bisschen im Schlafsack gelegen und habe so ein bisschen genossen, die Ruhe vor dem Sturm zu bewahren. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Umgebung. Zeige euch kurz unser Setup. Ja, Lukas ist immer noch am Feuer machen. Ja, ansonsten die Location kennt man halt praktisch. War da hinten auch noch der Sonnenaufgang, so relativ schön. Ja, mein Setup. Lukas sein Setup. Lukas ganz easy mit Tarp, in der Nacht war es noch doppelt gespannt, wir haben es nur auf einseitig, also Lukas hat es einseitig gespannt, damit er den Sternenhimmel in der Nacht sieht. Ansonsten Carinthia Defense 4, Expert Isomatte, die Expert 8R, also wirklich für Temperaturen bis zu, sag ich mal, minus 30, minus 40 Grad. Super, denn Moskitonetz, sag ich mal, ganz cool noch, aber ist nicht so das wahre, das ist nicht so das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Da muss man noch ein bisschen rumprobieren, dass man da eine andere Lösung findet. Ansonsten, ja, Lukas Setup, sage ich mal, fürs Erste ganz cool. Mit dem Tarp ist es halt immer so ein Ding, ne? Ich bin da aber nicht so der Fan von. Muss man mögen. Ja, ansonsten bei mir, ja, das Raab Bivi Tent. Ganz easy Biwak-Zelt, sage ich mal. Elefantenhaut unter, genau, die liegt bei Lukas auch unter. Wir haben beide eine Elefantenhaut unterliegen. Und ansonsten mein, Friluft, Balta minus 2 und da unter eine Isomatte von Thermarest, das ist Neo Air irgendwas. So, während Lukas seine Blasen fixt an seinem Fuß, trinke ich einen Kaffee. Habe natürlich Kaffeepulver mitgenommen und eine Thermoskanne mit heißem Wasser. Also heißt, ich muss das jetzt auch gar nicht nochmal aufkochen. Ich habe jetzt einfach einen heißen, / warmen Kaffee gemacht. Feuer lodert vor sich hin. Wir hatten es eben schön groß, jetzt ist es halt noch mal ein bisschen klein geworden, ne? Weil ich immer, das brennt ja schon schnell runter. Naja, wir legen jetzt gleich noch mal ein bisschen nach, dann machen wir noch mal ein ordentliches Feuer und dann genießen wir das noch ein bisschen.
So Leute, während das Feuer vor sich hinglimmt und ihr so einen kleinen Zeitraffer gesehen habt. Ja, wir haben jetzt alles eingepackt. Mein Rucksack steht dort. Noch, sag ich mal, mein Becher noch davor. Noch ein bisschen Technikkrams. Lukas räumt hier auch noch die letzten Reste rein und sucht das Paracord raus. Oh, wow, auch ein geiles Bild mit der Sonne dort im Hintergrund. So. Geh einfach mal durch. Wieder drunter und wieder drüber. Dann ziehe ich den so ein bisschen durch. Jetzt sieht es so ein bisschen wie eine Brezel aus. Wenn man den nämlich richtig clean haben will, so wie ich die hier gemacht habe, dann nimmt man am besten, also ich habe hier einen Leatherman und dann kann man sich hier die einzelnen Fäden, die hier ein bisschen lockerer sind, jetzt habe ich hier eigentlich ganz gut festgekriegt, auch per, also auch händisch, dann brennt das Ding an. Das ist ja auch relativ einfach praktisch, ne? Aber man muss sich halt reinfinden. Jetzt friemeln wir hier das Ganze mal zu Ende. Ich denke mal, ich probiere mich jetzt auch mal aus. Und dann hören wir uns am Ende nochmal wieder, wenn das Ganze fertig ist. Ja, man hat es jetzt natürlich nicht mehr so gesehen. Am Ende einfach die Enden abgeschnitten und abgebrannt dann wieder. Und fertig ist das Paracordband. Ja, packen jetzt unsere restlichen Sachen. Laufen jetzt wieder zurück und an der Stelle, Leute, ich blende jetzt zum Ende hin noch mal ein bisschen was von unserem Weg ein, den wir dann laufen, wenn ich noch ein paar coole Aufnahmen hinkriege. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und vergesst auch die Glocke nicht, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Alter, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, an der Stelle, Lukas, willst du auch noch mal Tschüss sagen? Ciao. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Boah, hier hätte ich aber gut drin geschlafen, Alter.